Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte The Valley, The Old Farm. Wir spielen diese Karte im Livestream an, um sie besser kennenzulernen. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. Und Zwergenlord, du bist auf der Suche nach alten vergessenen Rezepten wie Brotsuppe und sowas. Das ist doch cool. Und backst auch selbstgebackenes Brot? Super. Na, dann ist ja deine Zwangsverrentung eine teilweise gute Sache. Hallo Carsten, grüß dich. Und Ullimaus, du gehst deine Raubtiger füttern? Jo, viel Freude, lass dich nicht auffressen. Fitzmi, ja, das ist mir schon klar, dass das mit dem wärmsten Juli weltweit gemeint ist. Logisch. Aber trotzdem kommt es irgendwie ziemlich schräg rüber, wenn man hier gerade echt friert und einen besonders kühlen Juli hat. Oh, und Shiny, in Schweden war es noch 5 Grad wärmer als in Norddeutschland. Tja. Ah, und Björn, du spielst mit Hilmar auf PC und Konsole zusammen. Das ist doch toll, dass das inzwischen geht. Das finde ich schon super. Und Bauernpower, der da Helper, der ist gerade unten im Keller. Der war nicht mit mir auf der FarmCon. Der ist sehr häuslich und er hat auf das Haus aufgepasst und den Garten gegossen und sowas. Ah, Ullimaus, das ist gut, wenn du nicht gefressen wirst. Sehr gut. Oh, und Zwergenlord, deine Nachbarin ist grantig, weil es nicht mehr heiß ist und du bist froh darüber. Tja, ja, meine beiden Schwestern sind auch so richtige Hitze- und Sonnenanbeterinnen. Denen kann's gar nicht warm genug sein. Und ich bin ja Typ Grottenolm und Schattensucher, also wie so ein Vampir bin ich. Ich brauche immer, ja, wenn wir uns mal treffen und essen gehen, brauche ich immer einen Schattenplatz und die wollen immer einen Sonnenplatz. Und Somerset, ob wir auch Tiere haben? Ja, wir haben ganz viele Eidechsen im Garten und meistens auch Gottesanbeterinnen, aber dies Jahr haben wir keine mehr gesehen. Wahrscheinlich haben die Eidechsen die aufgefressen. Aber so klassische Haustiere haben wir nicht mehr. Ja, weil man da doch dann recht angebunden ist. Und wir hatten früher Katzen, später dann nur noch eine Katze und bis die uralt war. Und dann haben wir uns entschlossen, keine neue mehr anzuschaffen. Aber die Nachbarkatzen, die kommen immer und ich denke mal für unsere Nachbarn, denen die jeweiligen Katzen nicht gehören, sieht das so aus, als hätten wir 5 Katzen oder so. Oh, und Fitzmi, du hast immer noch dein Farmcon-Armband dran. Ja, ich habe es mir gleich abgeschnitten, weil ich von solchen Armbänden leicht Ausschlag kriege. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier tun müssen. Oder ob wir gleich schon wieder pennen können, um dann dem Frühling entgegenzustürmen. Ich guck mal, meistens steht ja vor allem Düngen an, ob wir da alles brav gemacht haben. So. Gras anschalten. Tja, hier zeigt er gar nichts an. Man könnte ja mal versuchen, ob man hier düngen kann.
Ah, wir nehmen wieder hier unseren Prachttraktor. Als wenn man sich einmal an einen Lieblingstraktor gewöhnt hat, will man in keinem anderen mehr fahren. Das haben die schon sehr gut gemacht bei Deutz. Da ist er nicht, der Düngestreuer. Allerdings weiß ich nicht, ob andere LS-Spieler jetzt auch immer gerne in dem Deutz-Traktor spielen, in dem sie auf der FarmCon fahren durften. So, das müssen wir mal nachfüllen. So. Oh, und Birgit, du hast deins aufgehoben. Ja, ich habe meins auch aufgehoben. Oh, ein Zwergenlord. Dir hat die Berichterstattung von der FarmCon gefallen. Das freut mich sehr. Ich werde nächstes Jahr auch versuchen, vielleicht mit Shorts oder so noch ein bisschen mehr direkt zu berichten. Das hatte ich eigentlich vor. Und dann stand ich da bei dem Warten auf das Traktorfahren und habe dann mit meinem Handy, so wie die anderen das auch gemacht haben, so, ja, mich irgendwie aufgenommen und irgendwas gesagt im Hochformat, damit es ein Short-Video werden kann. Und wollte dann auch so im Hintergrund noch irgendwie die Traktoren zeigen. Und dann fand ich das so gruselig, mich da zu sehen in diesem Handy-Hochformat-Selfie-Ansicht-Dingsbums. Das fand ich so schrecklich. Hat es mir völlig den ganzen Mut genommen, überhaupt sowas zu machen. Und bei nächster Gelegenheit habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das nicht sehen will, wie ich da mit großem Gesicht, so auch so ein bisschen verzerrt ist das ja, dann wird so die Nase noch größer als sonst. Und wenn ich das nicht sehen will, dann stelle ich die Kamera halt umgekehrt rum und dann zeige ich einfach, was ich gerade sehe, nämlich die Traktoren und die Leute, und dann kann ich das viel besser machen. Und bei der Agritechnica will ich den nächsten Anlauf machen. Hallo, gibt's nicht. Moin, grüß dich. So. Und Birgit, du meinst, nun könnte die nächste FarmCon kommen? Ja, würde mir schon gefallen. Oh, und was ich mitgekriegt habe, ist, der Kermit, der weiß schon, wo die nächste FarmCon ist. Und wenn der Kermit das weiß, dann wissen das natürlich auch die anderen Giants-Mitarbeiter. Aber sie verraten es uns natürlich nicht. Ach, das finde ich schon ganz schrecklich. Es irgendwie, ich finde es fast schrecklicher zu wissen, dass die es schon wissen und uns nicht verraten. Also Kermit darf es nicht verraten. Und auch Lisatan darf es auch nicht verraten. Die würden es bestimmt gerne schon mal verraten, aber sie dürfen es halt nicht. Und ja, dass wir noch, ja, bis irgendwann nächstes Jahr warten müssen, bis wir es erfahren. Nun ja, ich fahre aber im November zu Agritechnica. Das wird bestimmt ganz anders als die FarmCon. Aber auf jeden Fall kann man da auch ein paar Leute treffen und Traktoren sehen. Und ich hoffe, dass es Spaß macht auf der Agritechnica. Und da will ich dann nochmal neu versuchen, direkt vor Ort zu berichten und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Videoaufnahmen zu machen. Vor lauter Action vergesse ich das dann auch immer, irgendwie auf den Auslöseknopf zu drücken und zu filmen.
Aber ich denke mal, das lässt sich ja lernen. Ah, und Bauernpower, du spielst jetzt auch lieber mit Deutz Traktoren? Ja, siehst du, es hat funktioniert. Das ist doch super. Und Carsten, dein Lieblingscharakter ist der John Deere. Ja, John Deere ist schon toll. Aber die haben uns ja leider nicht fahren lassen. Wahrscheinlich war das Gelände zu klein und so. Aber ja, wenn man das erste Mal in einem großen Traktor sitzen darf und da eine Runde drehen, das schafft schon sowas wie eine Markenbindung oder so. Also, mich hat es auf jeden Fall zutiefst beeindruckt. Ah, und Uli Maus, du lebst noch nach dem Raubtiere füttern. Das ist sehr gut. Und der Helper bei dir geht Hochformat nicht. Du musst das Breitformat nehmen. Ach, das stimmt doch gar nicht. Du könntest das lässig im Hochformat, weil du erstens schlanker bist als ich und zweitens längere Arme hast. Zumindest glaube ich, dass du längere Arme hast. Dann kannst du das Handy weiter weghalten. Moin Taxis, sei gegrüßt. Naja. Du musst deinen Arm auch aus dem T-Shirt rausholen. Ich müsste es euch fast irgendwie fotografieren und zeigen. Ich glaube, das ist mit mittelgroßem Aufwand verbunden. Das sah eben sehr, sehr lustig aus. Der Helper hat nämlich seinen Ellenbogen ins T-Shirt gesteckt und hat dann mit so einem ganz kurzen Arm sein Handy angefasst und so verloren geguckt. Ja, dann geht's natürlich nicht. So. Ah, Bauernpower, du rätst auf jeden Fall in den nächsten Ligatan-Stream zu gehen. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, es hat geholfen. Dann müssen wir vielleicht, tja, im März nochmal. Ich denke, das müsste nochmal gehen. Obwohl, dann ist es vielleicht schon erntereif. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, wir können fast schon pennen. In den Frühling reinpennen. Endlich ist Frühling. Und da ist zwar immer noch lange nicht wieder Erntezeit. So. Gut. Und Birgit, das ist dir zu weit weg. Ja, das glaube ich, dass dir das zu weit weg ist. Aber ich fahre gewohnheitsmäßig sowieso öfter nach Hannover. Da bietet sich das an bei mir. Und Luis Otto, du hast sogar noch das Armband von letztem Jahr. Ja, das habe ich auch noch aufgehoben. Bauernpower, schlaf gut, mach's gut. Tja, Birgit, letztes Jahr, da hast du schon was verpasst. Aber ich denke mal, bei jeder Farmcom, bei der man nicht war, hat man was verpasst. Ich war nicht bei der Farmcon 2019. Da war ich irgendwie noch nicht so weit. Und wisst ihr was? Ich habe vergessen, die Kühe zu verkaufen am Abend. Nun ja. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Machen wir es jetzt gleich als erstes. So, wir haben ja aktuell sowieso recht viel Geld. Dann ist es nicht so schrecklich, wenn wir das mal verpassen. Ferenc, sei gegrüßt. Jo, und gute Nacht, schlaf gut. Manuel, Hallöchen, sei gegrüßt. Oh, Luis Otto, du hast es sogar noch am Arm. Ui, das ist ja cool. Ich kenne viele Festivalfans, die ihre Festivalarmbänder immer
Ja, so richtig so über Jahre hinweg sammeln am Arm. Und das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Aber ich würde davon Ausschlag kriegen, darum muss ich die immer gleich abmachen. Und eigentlich ist die FarmCon ja auch wie eine Art Festival. Halt ein ganz spezielles Festival. So. Kühe haben wir verkauft. Jetzt gucken wir noch mal, wie viel Futter da drin ist. Ich habe manchmal den Eindruck, als würden die gar kein Futter verbrauchen. Aber nun gut, mir soll's recht sein. Ah, nee, das kann sein, dass, da muss ich mal gucken, dass die jetzt das Gras haben. Ja, die haben jetzt jede Menge Gras im Trog. Die haben schon Futter verbraucht. Die fressen die Mischration und das Gras kommt von selber, weil ich dort ja Gras angesät habe. Okay, dann hoffen wir mal, dass ich, dann sollte ich vielleicht auch gleich mal Mischration nachfüllen. Nicht, dass dann noch mehr Gras kommt. Also machen wir das mal. Und gibt's nicht. Du fragst, ob ich eher kleine, mittlere oder große Traktoren mag. Gute Frage. Ich glaube, ich mag sie fast alle. So stimmungsabhängig. Und aber so die ganz, ganz großen mag ich vielleicht eher weniger. Die finde ich zwar sehr beeindruckend und hin und wieder benutze ich sie auch gerne. Also so sagen wir mal hier die, diese, die so, so krass brutal aussehen. Also hier so, den da. Den finde ich schon irgendwie sehr beeindruckend. Aber ich fühle mich nicht so wohl in denen. Sagen wir mal so. Macht schon irgendwie Spaß gelegentlich, aber ja, eher nicht so für meinen normalen Hof. Da ist mir hier so ein Achter Deutz irgendwie ganz lieb. Ein Tausender Fendt habe ich aber ganz gerne mal. Und ich mag aber auch ganz kleine Traktoren gerne. Und ich mag auch neue Traktoren und alte Traktoren. Ich glaube, ich stehe auf Traktoren. Auch wenn ich mich nicht wirklich gut mit denen auskenne. Aber die gefallen mir. Sonst bin ich eigentlich nicht so ein arger Maschinenfan. Aber Traktoren habe ich immer gerne. Jo, Fitzmi, du findest auch, es hatte was von Festival. Ja, finde ich auch. Und du bleibst das nächste Mal auch über Nacht? Ja, du hattest es gar nicht so weit, gell? Ich bin schon am Donnerstag gekommen. Und habe dann am Freitag zum Beispiel die Birgit getroffen und kennengelernt. Und ja, war mit den englischsprachigen YouTubern essen. Also das war mehr so der inoffizielle Trefftag am Freitag. Oh, und am Donnerstag habe ich die Ela getroffen. Die Ela und den Sackelzement, wie hieß er noch? Ein Kumpel, mit dem sie immer streamt. So. Na, ich denke mal, das ist jetzt gut genug aufgefüllt. Und ja, am Sonntag hatte ich extra den Zug erst um 17 Uhr paar zerquetschte gebucht. Aber gefühlt war das schon noch immer noch zu früh. Weil viele sind auch bis zum Montag geblieben, also waren noch mal über Nacht. Und ja, irgendwie war ich auch noch nicht so ganz fertig mit dem Erlebnis. Oh, Uli Maus, du konntest heute am New Holland bei der Arbeit zuschauen. Das ist cool. Und Fendt magst du auch sehr gerne.
Ich gucke jetzt auch immer begeistert den Traktoren hier in der Gegend bei der Arbeit zu. Und wenn ich es auf der Straße sehe, dann verdrehe ich meinen Kopf. So wie Männer einer schicken Frau nachgucken, gucke ich den Traktoren nach. So. Ja, wir müssen schon wieder Sachen verkaufen, Farm. Und dann können wir mal gucken, ob wir Gras ernten können. Hallo Targaryen Gaming, sei gegrüßt. Ja, Birgit, gute Idee. Einen Tag länger und dann Eis essen und Wein trinken. Das muss sein, das finde ich auch. Unbedingt. Ja, irgendwie war für alles etwas zu wenig Zeit. Ja, und Zwergenlord, du bleibst immer ein wenig stehen, wenn ihr am Landmaschinenverkäufer vorbeikommt. Ja, das glaube ich. Unser nächster ist einige Kilometer entfernt. Da komme ich nur noch selten dran vorbei. Aber da würde ich jetzt auch immer stehen bleiben. Ich bin schon gespannt, wie das bei der Agritechnica wird. Also, ob man da die großen Maschinen nur angucken darf oder auch mal anfassen. Ob man da auch mal einsteigen darf. Ich meine, mit Probefahrten rechne ich nicht, weil das ist ja in der Halle. Und überhaupt, ob diese Traktorenhersteller sich mit virtuellen Landwirtinnen überhaupt abgeben. Ah, Fitzmeet, seit du LS spielst, siehst du lauter Arbeitsgeräte, die du benennen kannst. Ja, so geht's mir auch. Und manchmal sehe ich auch welche, die ich nicht benennen kann. Dann stehe ich da und rätsel und versuche es rauszufinden. Und ich versuche auch so im Vorbeifahren, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, die Traktormarke und ja, manchmal auch das Modell rauszufinden und so. Und Birgit, du meinst auch, Werner und Mario war alles zu schnell vorbei. Stimmt, habe ich auch gehört. Die machen jetzt ja auch so einen Podcast. Und da haben sie davon erzählt. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.